So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar ist es Bus 718. Ich versuche nochmal das zu erzählen, was ich gerade eben erzählt habe, bevor Windows gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Und zwar... Ich habe es eh wieder vergessen. Also hier, Quantenstand, ich bin noch im Tutorial drin, keine Ahnung, wie es weitergeht. Seaside Valley und realistisch gefahren und so weiter. Man kann ja auch Map-Mods und sowas reinpacken. Es gibt ja auch so einen Map-Support und blablabla, man kann Maps erstellen. Das werde ich, sobald es möglich ist, bestimmt auch machen. Weil ich so ein bisschen ja mehr Kreativität auf den Kanal bringen möchte. Das ist die Desktop-Audio im Mixer von OBS über dem Mikrofon. Also dass es immer vertauscht sein muss. Wahrscheinlich muss ich noch die Einstellungen ändern, wie die Grafikeinstellungen und so ein Scheiß. Oh, okay. Hier drüben. Bei mir ist das schon wieder so laut. Nee. Schön, dich wiederzusehen. Okay. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Ja. Müssen Sie die Maus um zu bewegen, die Kamera zu bewegen, genau. Dann entsperren wir mal die. Ups. Die Fronttüren und öffnen die auch. Die vordere Tür. Steigen in den Bus hinein. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln. Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich so lange hier hin. Genau, was machen wir? Genau, gucken, wieder zurück in der Ego-Perspektive. Dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. So, bis hier bin ich gekommen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Ups. Ich nehme aus, das ist okay. Sobald die Zündung an ist, indem du den angezeigten Knopf mit Froschen oder das Tastenkürzel dreimal drückst. I. Cool. Da muss man eindrücken. Schalte die Scheinwerfer ein, indem du im Vorstand ja vorgegebenen Knopf. Schalte die Scheinwerfer an, indem du den im Vorstand der vorgehobenen Knopf drückst oder zweimal das Kürzel L. So, Licht ist an. Schalte die Lichter an, indem du die hervorgehobenen Knöpfe im Vorstand drückst oder nutze die Kürzel 890. Die Frage ist 8x0 oder 8x0? Ups, zu hell. Bessere die Tür mit Numpad 1 oder hier. Vergiss nicht, die Tür zum Fahrerstand zu schließen und die Sitzhöhe anzupassen, nachdem du den Motor angelassen hast. Ich glaube, du bist etwas größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, irgendeine Taste habe ich dafür belegt. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Aha. Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Oh ja, Sonne kommt raus, damit ich noch mehr sehe, vor allem auf dem Monitor, den ich nicht höher, heller stellen kann. Oh, ich sehe nichts. Ein vorgehobenen Hebel, wo war da? Boah, ich sehe mal wieder überhaupt nichts, ne? So zum Kotzen hier. Wechsel den Gang, um zu fahren.
Fahren. Schleudigen wir mit W. Oh, und bevor ich es vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Ja, das mache ich, aber ich werde erst noch mal gucken, ob ich irgendwie die... Ja, dann ist es halt so, wie es ist, dann sieht das halt so komisch aus. Ja, wir müssen nach dort. Ja, das, Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt will ich aber nochmal... Wenigstens wollen wir es denn kurzes halt ausschalten. Das ist auch wieder blöd, dass man keine Testzeit fürs hat. Das ist blöd. Okay, warum sieht man auch in den Chat? Nur im Multiplayer-Modus, ist ja sinnvoll. Haben wir gleich. Ups, das wollte ich nicht. Weiß zumindest schon mal, was die Türen sind. Okay, sind natürlich ungünstig. Hey, ich streiche gerne eine. Weil irgendwie sollte das dann ja auch allgemein da sein. Kann man das irgendwie auch ausschalten? Perspektive. Ja. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zur Jungfernfahrt eingeladen. Halte nackig am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Ja, ganz ruhig. Tür 1. Bis. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. So sieht's aus. Den K, genau. Hersteller Bremse. Oh, danke fürs Warten.
Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Ja, kriegen wir hin. Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Smart an und ab dafür. Wo ist nur die Begrenzung? Oder ist die Begrenzung, gut zu wissen? Nein, hier müssen wir gar nicht hin. Hier müssen wir nicht hin. Da war ja was. Oh. Ja, die scheinen sich zu freuen. Das freut mich doch. Sehr. Das Ding ist hier die Ampel. Ah, grün. Okay. Wunderbar. Das hat mich gerade kurz ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Na, schaffen wir es doch ganz gut bis jetzt. Wahrscheinlich nicht. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Ah, doch. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Das gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Cool. Wenn man vom Teufel spricht. Darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz. Die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar. Bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Drei. Dankeschön. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen BlueTEC-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Erzähl mir mehr. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Okay. Und weiter geht's. Zunächst eine Schelle. Aber jetzt gefällt es mir doch schon ganz gut. Ist nach, dass es ein bisschen schade, dass man den PS4-Controller nicht nutzen kann. Oh, wir müssen. Rüber. Wir verlassen Seaside Valley. Uff. Noch kein Speedbumper oder ein Pothole gesehen. Okay, 70. Abgesehen davon, dem. Da war ich jetzt ein bisschen zu konzentriert, aber ich schneller fahren durfte. Verdammt. Irgendwann ist immer das erste Mal. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Sag bloß.
So, jetzt wollen wir die hintere Tür öffnen und natürlich wissen wir noch nicht, wie wir Manier. Das erzählst du uns jetzt gleich. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Ja. Was möchtest du denn? Eine Tagesfahrkarte. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Ja, alles gut. Können Sie zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Ja. Türe öffnen. Herzlichen Dank. Türe wenn die Busse schließen. Wieder fahren, ist für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Und die Raum wieder einziehen. Nein, ich wollte nicht öffnen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Ist das so? Bitte alle aussteigen. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nur 40 oder 45. Ich habe gehört, man soll hupen, wenn sie sich hier festfahren. Ach, wunderschön. Gefällt mir noch ganz gut. Gut. Nächster, letzter Halt, glaube ich, fest speichern. Wo ist der letzte Halt? Ich weiß es gar nicht. Vorfahrt für uns. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. Geh lange drücken. An alle.
alle, die noch an Bord sind. Vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Hab ich doch schon, oder was? Hä? Hm? Ich glaube, das waren alle. Okay. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Mhm. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Machen wir so. Rein in die Tür. F1 wollte ich drücken. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Okay. Ich weiß, wovor wir werden und so, aber zu fahren. No risk, no fun. Ja, ist doch schon ganz schick, ne? Ich werde es auch streamen, also sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Wird dann auch alle Streams, sowohl von YouTube als auch von Twitch, gibt es dann auch nochmal zu sehen auf Seitenspinner TV. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Wunderbar. Uiuiui. Fast verkackt. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Ja. Glückwunsch. Was? 8-0? Licht aus. Das aus. Ich war schon verlassen. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Okay. Ich zeig sie dir schnell. Mach das. Okay. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Okay. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Ja. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Okay. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Take off, take a body, take a body, take a body.